So, dann pflanze ich mal noch meine letzte Karotte an und fertig. Okay, ich hoffe mal, die wachsen bis morgen. Ich habe richtig Lust, Karotten zu essen. Boah, ich liebe Karotten einfach. Und mein kleiner Hundi da oben, der mag auch Karotten. Stimmt's, Hundi? Oh ja, ich weiß doch, du liebst Karotten über alles. Wir müssen nur bis morgen warten. Dann sind die bestimmt fertig. Okay, ja, wir sehen uns morgen, Hundi. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Haus rein. Oh, weil es ist nämlich schon echt spät und ich sag euch ehrlich, ich bin auch echt richtig müde. Heute war nämlich echt ein anstrengender Tag, das könnt ihr mir glauben. Okay, aber bevor ich mich ins Bett lege, muss ich erstmal noch meine Milch trinken. Denn bevor ich schlafen gehe, trinke ich immer eine Milch. Wenn ihr auch gerne Milch trinkt, dann lasst jetzt mal ein Like da, Freunde. Ich liebe Milch über alles. Okay, dann würde ich sagen, trinken wir die einmal. Oh, die war lecker. Okay, aber bevor ich mich ins Bett lege... Oh, es ist echt ein bisschen kalt. Ich würde sagen, ich mache den Ofen noch an. Dafür nehme ich mir einmal ein bisschen Holz aus der Kiste und noch ein bisschen Kohle. Dann befeuere ich mir den Ofen noch. Oh ja, jetzt habe ich es auch schön warm beim Schlafen. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mich beruhigt ins Bett legen. Wir sehen uns morgen, Freunde. Schlaf gut. Oh, ich liebe Karotten. Hundi, warte mal, warum bellt Hundi denn? Oh nein, die Nachbarn werden noch richtig sauer. Hundi, was ist denn los? Warum bellst du denn so? Beruhig dich mal, Großer. Hör auf damit, was hast du denn? Der hört ja gar nicht mehr auf mit Ben. Hallo, was willst du denn? Er dreht ja völlig durch, der hat irgendwas. Hä? Warum bellt er denn was? Das wirst du wiederkriegen. Morgen gibt's keine Karotten für dich, du... Hä? Warte mal. Hä? Warum ist denn die Gartentür auf? Oh, vielleicht hat er deswegen gebellt. Soll das etwa heißen, dass es einen Einbrecher gibt, der bei mir hier eingebrochen ist? Oh nein, Hundi, ich nehme alles zurück. Danke, dass du mich geweckt hast. Das müssen wir uns anschauen gehen. Ja, Hundi, ich weiß, ist doch gut. Ich soll dahin? Ja, okay. Ich schau doch schon. Ja, beruhig dich, Wuffi, ist doch okay. Oh, wer hat denn hier die Tür aufgemacht? Das gibt's doch nicht. Ja, ich schau doch schon. Hä? Was zu... Warte mal, ich habe ein Buch aufgesammelt. Hier lag ein Buch? Oh nein, Hundi, komm schnell rein. Oh, ich glaube, jemand hat uns hier eine geheime Nachricht hinterlassen. Oh, weia. Oh nein, ich verstecke mich schnell im Haus. Wer bricht denn hier ein und hinterlässt sein Buch für mich? Ich glaube, das müssen wir uns einmal anschauen, Freunde. Ich schau das mal an. Hä? Da steht gar nichts drin. Bis auf ein paar Koordinaten. Hä? Wer legt denn ein Buch vor meine Tür und macht hier einfach Koordinaten rein? -490 4 1466. Hm, vielleicht will er, dass wir zu den Koordinaten hinlaufen. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Ich habe keine Lust, noch verflucht zu werden. Oh, warte mal, dafür brauche ich meinen Kompass. Also, wenn da der Norden ist, dann müsste laut den Koordinaten das genau da vorne sein. Wir müssen direkt in den Wald reinlaufen. Oh, ob das so eine schlaue Idee ist, weiß ich ja nicht. Egal. Hundi, wir sehen uns später wieder. Mach's gut. Du musst hier bleiben. Ich könnte mir nicht verzeihen, dass dir irgendwas passiert, Hundi. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Hoffentlich irgendwann. Mach's gut. Okay. Oh, hier ist echt dunkel. Ich würde sagen, ich schleiche mich jetzt mal durch den Wald, Freunde. Mal schauen, was uns da hinten erwartet. Laut den Koordinaten müssen wir gleich da sein. Oh Mann, ich bin jetzt schon ewig unterwegs. Der Mond scheint auch schon wie verrückt. Aber der Kompass zeigt jetzt direkt nach vorne. Laut den Koordinaten müssen wir gleich da sein. Ich muss nur noch durch das Dorf laufen. Okay, warte mal. Was ist das denn hier? Was zur Hölle? Laut den Koordinaten müssen wir genau hier hin, aber hier ist abgesperrt. Aber wir müssen da vorne hin. Genau da sind die Koordinaten. Und was zur Hölle ist das? Okay, warte mal. Ich gehe da mal drüber. Ich glaube, das ist so etwas wie ein Freizeitpark. Warum zur Hölle sollte ich denn zu einem Freizeitpark kommen? Oh, was zur Hölle? Oh. Na? Oh. Hi, Lumi. Hast du meinen Brief erhalten? Du Blödmann. Was erschreckst du mich so? Das...
Mein Nachbar? Was machst du hier? Ja, hast du meinen Brief erhalten, oder? Ich hab dir doch ein kleines Buch hingelegt vor dein Haus. Warte, was? Willst du mir etwas sagen, dass dieses Buch von dir ist, dass du mich erschrocken hast? Was ja, zur Hölle soll das denn? Erkennst du meine Handschrift nicht mehr? Du kennst mich doch schon seit Jahren. Natürlich ist das Buch von mir. Ja, aber warum zur Hölle sollte ich hier hinkommen? Ich meine, ich bin über eine Absperrung gelaufen. Wir befinden uns einfach in einem Freizeitpark. Warum zur Hölle? Weil wir heute die komplette Nacht im Freizeitpark verbringen werden. Das wird so cool, Lumi. Warte. Du willst, dass wir einfach mitten in der Nacht auf einen verlassenen Freizeitpark gehen? Bist du verrückt geworden? Oh ja, das klingt doch so cool. Hast du keine Lust? Hä? Ich freue mich richtig drauf. Und was können wir direkt losgehen? Du hättest mich auch anrufen können und musst mich nicht so erschrecken. Was meint ihr? Sollen wir das machen? Am Ende kriegen wir noch Ärger. Wir befinden uns auf irgendeinem verlassenen Freizeitpark. Aber na gut. Es ist mein Nachbar. Eigentlich kann ich ihm vertrauen. Okay. Und du bist ja auch sicher, dass nichts passiert? Ja, ich habe das schon voll oft gemacht. Ich bin jeden zweiten Abend hier. Es ist immer lustig. Abends passieren die verrücktesten Sachen. Das glaubst du mir nicht. Okay. Ja, dann, wenn du meinst, lass uns doch mal umschauen. Was schlägst du vor? Was machen wir als erstes auf so einem Freizeitpark? Schau mal, hier ist so eine Riesenkarte. Da hast du einen kleinen Überblick. Können wir uns mal alles anschauen. Hier gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Oh ja, du hast recht. Da ist wirklich eine Riesenkarte. Lass uns den Freizeitpark mal anschauen. Wie riesig ist der eigentlich? Da scheint es ja richtig viele Freizeitparkaktivitäten zu geben. Oh ja, es gibt nichts, was es hier nicht gibt. Es gibt auch so coole Wasserrutschen, es gibt Achterbahnen, es gibt Karussells. Also wir können alles machen. Und das Gute ist, es ist keiner hier. Das heißt, wir müssen uns nicht anstellen. Ja, schon. Ich hoffe, es passiert uns nichts. Ein bisschen gefährlich ist es ja schon, Freunde. Aber egal, lass dafür mal ein Like da. Weil, dass ich das mache, ist nicht selbstverständlich. Weil eigentlich ist das ja verboten. Okay, dann würde ich mal sagen, lass uns mal umschauen. Boah, hier gibt's echt richtig viel. Ich glaube, hier ist so der Eingang, wo man so Sachen und so kaufen kann. Aber schau mal, ich glaube, da vorne, da ist die erste Achterbahn. Wer zuletzt tot ist, ist ein faules Ei. Hey, bleib stehen. Komm, ich bin erster hier. Ich bin zuerst da. Ach Mann, aber die Achterbahn bin ich schon so oft gefahren. Das ist die Enderman-Achterbahn. Schau mal, wie die aussieht. Enderman-Achterbahn. Okay, guck mal, wir müssen uns nicht mal anstellen. Wir sind ja ganz alleine hier. Wir können einfach durchlaufen. Wie cool. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt nur noch eine kleine Lore. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Kannst du mich anschubsen, ne? Natürlich, halt dich fest. Drei, zwei, eins und los geht's, Lumi. Oh Gott, ich fahr ja richtig schnell nach oben. Hey, es geht wieder nach unten. Geh rüber. Das war knapp. Warte mal, das ist so eine Achterbahn, wo man vor und zurück fährt. Ich muss weg. Boah, das macht ja mal richtig Spaß, Freunde. Und wieder nach unten. Ich komme. Achtung. Ich bin weg. Oh Gott. Das hat einen Mord Spaß gemacht. Das glaubst du mir ja gar nicht. Das glaube ich. Du bist hier so schnell gewesen. Dann wieder zurück, dann wieder hoch. Ist es sehr schwindlig geworden? Oh ja. Aber weißt du, ich habe direkt Lust, die nächste Achterbahn zu testen. Komm schon, lass uns weitermachen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so einen Spaß macht, einfach nachts auf den verlassenen Freizeitpark zu sein. Okay. Ich hab's dir doch gesagt, Lumi. Hier kannst du dich überall alles machen und musst dich nirgends anstellen. Das ist so cool. Ja. Okay, ich will direkt zur nächsten Achterbahn. Warte, was könnten wir denn als nächstes machen? Warte mal, siehst du diese riesengroße Wasserrutsche da vorne? Ich würde sagen, wer als letztes da ist, ist ein Verlierer. Hey, ich bin natürlich als erstes da. Du gehörst ins Wasser, du Blödmann. Nein, ich kann nicht schwimmen, bleib stehen. Komm schon, fang mich doch, du faules Ei. Ich krieg dich. Ach Mann, okay, du warst erster. Ja, es ist noch nicht vorbei. Ich bin gleich oben. So? Wie weit geht's denn hier nach oben, Freunde? Das gibt's ja nicht.
Wir sind einfach oben angekommen, schau mal. Oh mein Gott, die Aussicht. Und hier gibt's überall Boote, die wir uns rausnehmen können. Okay, warte, ich nehme mir mal eins raus. Okay, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal zur ersten Rutsche gehen. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir einfach zusammen in ein Boot reingehen? Let's go, komm, Lumi, platziere das Boot. Oh. Ich kann es nicht abwarten. Oh, warte mal ganz kurz, schau mal, wie steil das da runter geht. Hier geht's ja wirklich richtig steil nach unten, Freunde. Egal, wir sind ja keine Weicheier. Komm schon, steig ein. Der Spaß und? Soll beginnen. Oh, oh, festhalten. Los geht's, los. Oh Gott, das war ja fast ein freier Fall. Schau mal, da sind wir runtergeflogen. Das war ja wie bei einem Wasserfall hier. Mann, boah, das war schon echt gefährlich. Oh, aber nicht, dass die Attraktionen vielleicht teilweise beschädigt sind, weil der Freizeitpark ist ja verlassen. Ich sehe hier weit und breit keine Menschenseele. Nicht, dass wir uns noch verletzen, ne? Ja, also ich habe schon von einigen Unfällen hier gehört, aber das ist schon ein paar Jährchen her oder ein paar Wochen, wenn ich ehrlich bin. Vor 2 Wochen war hier mal ein Unfall, aber war halb so wild. Oh ja, das klingt nicht gut. Aber egal, komm schon, ich will weitermachen. Siehst du auch dieses riesengroße orange Teil da? Was ist das denn? Das geht ja hoch bis zum Mond, Mann. Oh mein Gott, da müssen wir unbedingt hin. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das wäre das erste Mal. Boah, okay. Dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Ich will direkt die nächste Freizeitpark-Attraktion ausprobieren. Boah, okay. Boah, komm schon. Ab nach oben. Ich will wissen, was das ist. Boah, okay. Wir sind da. Das sieht ja von nah noch größer aus als von weit, ne? Boah. Lumi, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Das ist schon riesig. Ich weiß auch nicht, ob ich mich das traue. Wenn wir das fahren sollen, dann lasst jetzt mal unbedingt ein Abo da. Ich glaube, das wird richtig viel Spaß machen. Ist aber auch bestimmt gefährlich. Okay, anscheinend muss man sich jetzt hier hinstellen und dann kann man quasi hier erstmal nach oben fahren mit diesem Knopf. Ich würde sagen, ich drück den Knopf mal. 3, 2, 1, wow! Okay, das ging aber schnell. Du bist ja auch schon oben. Da bist du ja. Schau mal da runter. Ich sehe einfach nicht mal den Boden. Das kannst du alleine machen, das schaffe ich nicht. Ach du heiliger Bimbam, das geht ja hier richtig tief nach unten. Warte, lass mal runter. Ach du Jemine, schau mal, wie weit oben wir einfach sind. Ich habe Höhenangst, ich kann das nicht. Wie komme ich hier runter, ohne dass ich da runterspringen muss? Ich glaube, dafür gibt's nur einen Plan. Und zwar? Du musst runter. Viel Spaß! Nein, nee, Lumi, nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lebst du noch? Oh Gott, das war... Das war aber... Ich bin nochmal dabei für die nächste Runde, das macht so Spaß! Warte, was? Hey, das gibt's doch nicht, ja, wenn das so Spaß macht, mache ich das auch am Sprung! Mein Gott, ist mir schwindelig, was zur Hölle war das denn? Was ist los, komm hoch! Du kriegst ja keine Luft mehr unter Wasser, schnell! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber... Eigentlich hat es schon Spaß gemacht. Wollen wir vielleicht noch mal eine Runde? Okay, dieses Mal zusammen, okay? Wir springen beide gleichzeitig runter. Okay, komm schon, ab nach oben. Okay, bist du bereit? Diesmal springen wir gemeinsam runter. Bei 3, okay? Okay, ich mache eine richtige Arschbombe. Ich auch. 1, 2 und 3. 3. Ah! Das ist so krass. Komm hoch. Okay, ich glaube, das reicht. Lass lieber raus hier. Oh Gott. Ich muss sagen, auch wenn mir jetzt ein bisschen schwindelig ist, Spaß hat's trotzdem gemacht, oder? Oh ja, und mir ist auch voll schwindelig, aber das war so, so cool. Ich habe noch nie so eine große Arschbombe gesehen wie von uns beiden. Oh ja, das kann ich auch nur zurückgeben. Das war wirklich lustig. Aber weißt du, was wir heute noch nicht gemacht haben? Wir sind noch keine Monster XXL-Achterbahn gefahren. Oh mein Gott, weißt du aber, dass in diesem Freizeitpark die größte Achterbahn in ganz Minecraft steht? Was? Wirklich? Oh ja, das ist so eine rote Feuerachterbahn. Die hat's richtig in sich. Also nicht die blaue vor uns? Nee, die rote, aber ich weiß auch gerade nicht, wo sie ist. Der Park ist ja so riesig. Da hinten ist was Rotes.
Warte, ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, ich sehe sie. Lass uns beeilen. Wir müssen sofort dahin. Ich liebe Achterbahn über alles. Vor allem, wenn es die größte Achterbahn in ganz Minecraft ist. Schnell, lass uns beeilen. Oh Mann, ich habe langsam keine Lust mehr zu laufen. Bist du dir sicher, dass die Achterbahn... Ja, warte mal. Warte mal, die scheint wirklich groß zu sein. Warte mal. Die blinkt und die geht einfach bis in den Himmel. Ich glaube, du hattest recht. Das ist wirklich die größte Achterbahn in ganz Minecraft. Das habe ich doch gesagt. Aber was steht denn auf diesen Schildern da? Warte mal. Stimmt, hier sind wirklich Schilder. Hier steht, Achtung, Ausrufezeichen, Bauarbeiten. Und dann ist noch eins da. Betreten strengstens verboten. Lumi, das habe ich jetzt auch noch nie gemacht, sowas. Also ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Du siehst, die ist sogar am Blinken. Anscheinend wird die repariert. Was ist, wenn uns was passiert und wir dabei einfach... Du weißt schon. Ich weiß, was du willst, aber sollen wir es trotzdem machen? Irgendwie würde ich es ja schon gern probieren, aber ich weiß also, nicht. Also, ich kann dazu nur eins sagen. Wer zuletzt auf dieser Achterbahn ist... Ist ein stinkendes Ei! Ey, bleib stehen! Ich bin kein stinkendes Ei! Ich bin Erster hier! Nein, Erster runter mit dir! Nein! Bleib stehen, Lumi! Ich will als Erstes fahren! Oben! Ich bin Erster! Tada! Ach Mann, nochmal Glück gehabt und warte mal! Hier müssen wir durch, oder? Oh ja, ich glaube, da ist der Eingang! Boah! Die Aua! Erschreck mich nicht so, Mann! Oh, warte mal, hier ist ein Knopf! Wer macht's als Erstes? Warte mal, bist du dir wirklich sicher, dass wir diese Achterbahn fahren sollen? Die sieht aus, als würde sie direkt in die Hölle führen. Also ich bin die auch noch nie gefahren und da war auch letztens dieser Unfall, wo ich vorhin meinte. Ich glaube, wir werden es nur herausfinden, indem wir es selber ausprobieren. Weißt du was, mir ist das egal. Ich bin sowas von bereit, mit oder ohne dich. Ich schub's dich an. Also, können wir das vielleicht nochmal überdenken? Also, Nee, es ist zu spät. Nein. Vielleicht machen wir das einfach so, indem wir... Hey, hallo, warte mal, hallo. Nein. Auf geht's, Lumi. Viel Spaß. Nein. Oh Gott, komm schon. Oh nein. Jetzt ist es zu spät. Ich bin auf direktem Weg nach oben. Nein. Warte mal. Hier geht's nach... Hier ging's nach unten. Ich dachte schon, ich werde jetzt sterben. Und wo ist eigentlich mein Freund? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich hoffe, ihm geht's gut. Boah, es war ein Fehler, die Achterbahn zu fahren. Was ist, wenn jetzt noch irgendwas passiert? Hier geht's echt richtig weit nach oben. Oje, Mene. Komm schon, fahr. Oh mein Gott, was passiert hier? Nein, es geht wieder nach unten. Boah, das ist schon wieder viel zu schnell für mich. Oh nein, mir ist schon ganz schwindelig. Oh, komm schon. Wo bleibt mein Freund? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich hoffe, ihm geht's gut. Nein, keine Kurven. Mir ist ganz übel. Oh nein, aua. Ich muss mich übergeben. Mir ist viel zu schwindelig. Nein, nicht wieder so Kurven. Nein. Oh nein. Nein, es geht wieder nach unten. Nein. Oh nein. Die Achterbahn ist viel zu... Oh nein. Lumi, da bist du, schau mal. Mach langsam. Ja. Oh nein. Nein. Nicht wieder nach unten. Oh nein. Die Achterbahn, Mann, wann hört die denn mal auf? Die ist echt viel zu lang. Er hatte recht. Das ist die größte Achterbahn in ganz Minecraft. Links, rechts, keine Kurven, mir wird schon wieder ganz schlecht. Oh nein, mir ist schon ganz schwindelig wieder. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich glaube mir wird ganz übel. Ich glaube, ich muss schlafen. Nein, nicht einschlafen, Lumi. Nicht einschlafen. Oh, mir ist schwindelig. Lumi, was ist passiert? Alles gut bei dir? Hallo?
Was ist passiert? Rede mit mir. Du hast mich gefunden. Wo zur Hölle sind wir? Warum liege ich hier auf dem Boden? Am Rand der Achterbahn. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich glaube, du bist rausgeflogen. Das war's denn? Deine Lore ist auch irgendwo am Ende. Keine Ahnung, geht's dir gut? Hast du Verletzungen? Ich weiß nicht, mein Bein tut ein bisschen weh. Mir wurde irgendwie, glaube ich, ganz schwindelig und dann bin ich aus der Bahn rausgeflogen. Ach Mann, das war nicht so gut. Ich hab doch gesagt, hier wird irgendwas gemacht. An der wird bearbeitet. Wir dürfen doch nicht fahren. Ja, wir hätten das, glaube ich, nicht machen sollen. Weißt du was? Ich glaube, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Es war keine so gute Idee von dir, mich hier einzuladen. Nein. Ich gehe jetzt nach Hause. Doch, wir sehen uns. Wir dürfen nicht gehen. Wir müssen noch den Schatz finden. Oh, was für ein Schatz jetzt schon wieder? Das sagst du jedes Mal. Und am Ende gibt es nicht mal einen Schatz. Was für ein Schatz jetzt schon wieder? Es gibt hier so ein Labyrinth, so quasi so ein Laublabyrinth. Wenn man das schafft, bekommt man einen Riesenschatz voller Diamanten. Und ich glaube, Diamanten können wir beide gut gebrauchen. Boah, ich liebe Schätze. Ja, okay, ausnahmsweise. Überredet. Dann lass uns mal das Labyrinth finden. Aber wir kommen da auch wieder raus dann, oder? Ja, versprochen. Wir kommen da auf jeden Fall wieder raus. Das ist nicht so actionreich wie die Achterbahn, aber der Schatz, der schmeckt umso besser. Na gut, dann lass uns mal das Labyrinth suchen gehen. Oh Mann, und wie lang ist es noch bis zu dem Labyrinth? Du meinst, es gibt einen Schatz. Ich will den Schatz jetzt finden. Ja, da ist es doch schon. Das sieht doch so cool aus, oder? Warte, hier ist ja wirklich ein Labyrinth. Boah, stimmt. Guck mal, hier ist sogar der Eingang. Supidupi. Ja, dann lass uns da rein. Komm schon, ich will den Schatz finden. Ja, aber weißt du, was noch lustiger war? Schau mal, was ich hier in der Hand habe. Was hast du damit vor? Also, Stell dir mal vor, das ist ja alles aus Laub. Sobald ich hier einmal das anzünde, brennt hier alles weg. Das halte ich aber für keine so gute Idee. Aber warum denn nicht? Das wäre doch voll lustig. Wir wollten den Schatz finden. Ja, das mit dem Schatz ist so eine Sache für sich gewesen. Also. du hast mich also wieder veräppelt. Naja, war ja klar. Warte mal, ich hab dich nicht veräppelt. Schau mal da vorne. Komm, was tust du? Tu das nicht. Bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht das Auge. Hey. Oh, du kannst doch nicht das Labyrinth anzünden. Was tust doch, du doch. Da? Guck mal, wie cool. Hier brennt alles. Ich liebe Feuer, Lumi. Oh, ja, supi. Er hat einfach alles in Flammen gesetzt. Du bist doch wahnsinnig. Das ist Brandstiftung. Ach, Quatsch. Das ist nur ein Prank. Die werden alle morgen früh lachen, wenn der Park wieder aufmacht. Ja, wie du meinst. Oh nein, wir sollten lieber schnell verschwinden. Der ist doch wahnsinnig geworden. Oh no. Hey, wo rennst du hin, Lumi? Ich wollte nur zu... Dieser, ist das etwa eine... Die Diamantenachterbahn, die ist blau, genauso wie ich. Du weißt, ich liebe Diamanten. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist die Pro-Achterbahn, bestehend nur aus Diamanten. Okay, das ist aber dann auch die letzte für heute. Okay, dann lass uns mal den Eingang finden. Der müsste direkt hier sein. Ich glaube, da vorne ist er. Los geht's. Da ist er, Komm, wir gehen rein. Warte, es ist abgesperrt. Schau mal, das sind Schilder. Was steht denn da? Pro-Achterbahn. Warum eine Pro-Achterbahn? Hier steht noch was. Eintritt nur für Reiche? Eintritt 500 Dias? Das habe ich ja noch nie gehört. 500 Dias fürs Einmalfahren. Das muss irgendwas Besonderes sein. Das muss eine Achterbahn für richtig Reiche sein. Und außerdem ist sie abgeschlossen. Das heißt, das wird wohl nichts. Ja, aber das ist doch kein Problem. Es ist 3 Uhr nachts. Wir können doch einfach das hier abbauen und dann rübergehen. Stell dich nicht so an, Lumi. Nein, ich werde hier nicht einbrechen. Wenn da steht, dass man 500 Diamanten nochmal extra zahlen muss, dann muss man das auch machen. Ja, eigentlich, aber nicht um 3 Uhr nachts. Bist du dir sicher, dass wir einfach über den Zaun klettern sollen? Ja, komm. Ich schub's dich hoch. Komm, spring. Nein, hör auf damit. Ich will das nicht, wirklich nicht. Lass das bitte, ey. Komm, das hast du selber gemacht. Das war ich nicht. Ich komm aber hinterher. Komm. Mann, das gibt doch wieder nur Ärger, wenn wir jetzt hier irgend so eine Diamantenachterbahn fahren. Oh, Mann. Okay, dann würde ich sagen, setze ich mich mal rein. Bist du sicher, dass wir das machen sollen? Auf jeden Fall, komm. Auf 3 schubse ich dich an, Lumi. Okay. Eins. Zwei,
3. Viel Spaß. Warte mal, die ist irgendwie viel schneller als alle anderen. Oh Gott. Oh nein. Warte mal, stopp. Hier stimmt was nicht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwas knarscht hier. Nein, hallo. Warte mal, hört ihr das? Ich höre irgendwelche Sirenen. Warte mal. Nein. Ich glaube, die Polizei ist da. Lass mich runter. Lumi, komm schnell, wir haben ein Problem. Wir müssen weg. Die Polizei kommt. Was ist los? Ich habe mich verletzt. Und außerdem, was ist das für ein komisches Geräusch? Was sind das für Sirenen? Ich glaube, wir haben den Alarm ausgelöst, Lumi. Wir müssen hier schnell weg. Komm. Jetzt kommt noch die Polizei. Das Wasser jetzt wirklich komplett. Oh nein. Oh, wir müssen jetzt irgendwie schnell raus hier. Freunde, ich glaube, das war ein großer Fehler, hierher zu kommen. Am Ende müssen wir alle ins Gefängnis. Ich würde sagen, wir sehen uns lieber morgen wieder. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst schnell einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und checkt meine Freunde in der Beschreibung ab. Ansonsten drückt auf die Videos hier neben meinem Kopf. Die sind auch cool. Und jetzt macht's gut. Tschüss.